Ich denke, wichtig ist, dass man die Patienten ein bisschen beruhigt, dass man sagt, okay, das ist eine gar nicht so seltene Erkrankung im Alter und dass sie eben sozusagen quasi aus dem Nichts plötzlich über die Patienten hereinbricht und dass sie auch eigentlich selbst dafür nichts können. Das hat also nichts zwingend mit dem Lebenswandel zu tun, sondern eben, es ist eine multifaktorielle Ursache und letztlich eine Form eines Autoimmunprozesses, den sie natürlich mit einem gesunden Lebenswandel positiv begegnen können, aber für den sie eigentlich nichts können. Und dass sozusagen die Behandlung heute zum Glück mit der Cortisontherapie sehr effektiv ist, aber eben einen langen Atem braucht und dass man vor allen Dingen gemeinsam sozusagen diese schwierige Phase durchsteht. Sie hören den Springer Medizin Podcast.